Diese Geschichte handelt von Waffen, Gesetzlosen und der Wildnis Alaskas. Es geht um eine schöne Frau, von der man nie erwarten würde, dass sie drei Verlobte gleichzeitig hatte und in einen Mord verwickelt war. Alaska 1994. Noch immer träumen viele Glücksritter davon, hier das große Geld zu machen. Die Menschen kommen aus verschiedenen Gründen hierher. Einer davon ist, schnell reich zu werden. In Anchorage boomte damals das Ölgeschäft und Geld floss in Strömen. Michelle Hughes aus Louisiana entdeckte Alaska während eines Urlaubs und erkannte sofort, dass ihr dort viele Türen offen standen. Michelle und ihre Freundin waren Tänzerinnen in einem Club in New Orleans. Sie beschlossen, nach Anchorage zu ziehen. Das Tanzen soll der 22-jährigen Michelle die Ausbildung sichern. Sie wollte Tierärztin werden. Dafür hat sie ihr Geld gespart. Sie bekam einen Job als Tänzerin in einem Stripclub in Anchorage. Es war das angesagteste Lokal dieser Art in Anchorage. Sie wurde schnell zum Star des Clubs. Michelle sah toll aus, war eine brillante Tänzerin und lieferte großartige Shows. Sie hatte viele Fans. Angeblich konnte man sich wunderbar mit ihr unterhalten. Im Club lernt sie viele Männer kennen. Die meisten Gäste wollen Spaß haben. Und dann gibt es noch ein paar, die nur jemanden zum Reden brauchen. Nach wenigen Monaten fiel Michelle im Club dem schüchternen 35-jährigen Kent LePink auf. Kent buchte sie für eine Lapdance. Danach unterhielten sie sich lange. Kent LePink erzählt ihr, dass er sich nach einem Neuanfang sehnt. Kent war das schwarze Schaf seiner Familie. Den LePinks gehörte eine Einzelhandelskette. Er hatte einen der Läden geführt, dabei jedoch Geld veruntreut, weshalb man ihn aus dem Unternehmen entlassen hatte. Danach ging er nach Alaska, um in der Fischereibranche zu arbeiten, wo er viel Geld gemacht hat. Kent LePink verliebt sich in Michelle. Er verbrachte so viel Zeit wie möglich mit ihr und besuchte sie täglich im Stripclub. Er hatte Geld und überhäufte sie mit Geschenken. Und sie hat ihm zugehört. Er machte ihr einen Antrag. Michelles Kolleginnen sind überrascht. Ich habe mehr als 20 Jahre lang getanzt. Und nicht einmal in all der Zeit hatte ich das Gefühl, im Club den Mann fürs Leben getroffen zu haben. So funktioniert das einfach nicht. Dort geht es nur ums Geld. Viele glauben, dass es sich um eine Zweckgemeinschaft handelt. Es gab Gerüchte über LePinks sexuelle Orientierung. Es hieß, er sei homosexuell. Eine Ehe mit einer Frau ist eine gute Tarnung, wenn man sich nicht outen möchte. Kent und Michelle ignorieren das Getuschel um ihre Verlobung und binden sich noch enger aneinander, indem sie Geschäftspartner werden. Kent hatte Geld von seiner Familie bekommen und kaufte sich damit ein eigenes Fischerboot. Allerdings brachte Kent nicht die besten Voraussetzungen als erfolgreicher Unternehmer mit. Michelle erkannte das und brachte sich ein. Jeder schloss eine Lebensversicherung über 1 Million ab, damit das Boot abbezahlt werden konnte, falls einer von ihnen starb. Als nächstes plant Kent LePink, Michelle seinen Eltern vorzustellen. Er bat seinen Vater, ihm bei den Vorbereitungen der Fischereisaison und der Hochzeit zu helfen. Kents Vater kam nach Alaska und wollte dort natürlich Michelle kennenlernen. Aber die war abgetaucht.
Sie ließ sich einfach nicht blicken. In der Familie gab es ohnehin Spannungen. Diese Leute waren konservative Christen. Alle seine Brüder waren bereits verheiratet und lebten, wie es sich für gute Amerikaner gehörte. Kent musste erst nach Alaska gehen, um dort eine Frau zu finden. Auf sie setzte er alles. Sein Vater hat ihm $35,000 gegeben und eine Bürgschaft für einen Kredit über 100.000 unterschrieben, mit denen der Fischkutter gekauft werden sollte. Aber Kent hatte den Großteil dieses Geldes für Michelle ausgegeben und konnte nun nicht mehr die Raten für das Boot abbezahlen. Außerdem schuldete er dem Staat Steuern. Er konnte also nicht fischen, weil sein Geld für die Frau draufgegangen war, die er stolz seiner Familie präsentieren wollte. Aber wie er nun erkannte, hatte sie nur mit ihm gespielt. Als Michelle erfuhr, dass Kents Vater zu Besuch kommen würde, bekam sie wahrscheinlich kalte Füße, weil es ihr mit der Beziehung alles andere als ernst gewesen ist. Kents Vater reist zurück nach Michigan, ohne Michelle getroffen zu haben. Es muss niederschmetternd für ihn gewesen sein. Michelle hatte sein Leben und die Aussicht auf ein besseres Verhältnis zu seiner Familie zerstört. Seine Enttäuschung schlägt in Hass um, der am 2. Mai 1996 mit einer schlimmen Tragödie endet. Die Mitarbeiter eines Energieunternehmens waren auf einem Versorgungsweg unterwegs, um eine Stromleitung zu überprüfen. Sie stolperten über eine Leiche in Hope, 150 Kilometer südlich von Anchorage. Mir wurde gesagt, dass es einen Mord gegeben habe und dass Ermittler vor Ort seien. Beim Durchsuchen der Taschen fand man Ausweisdokumente des Toten. Diese identifizierten ihn als Kent LePink. Er wurde auf dem Rücken liegend und mit Schusswunden aufgefunden. Eine Kugel in den Rücken, eine in den Bauch und eine ins Gesicht. Die Spurensicherung findet Patronenhülsen vom Kaliber 44. Das Geschoss wies ein charakteristisches Zugprofil auf, das nur durch das Abfeuern aus einer 44er Desert Eagle entstanden sein konnte. Diese Pistole ist wirklich etwas Besonderes. Desert Eagles werden selten getragen, weil sie nicht besonders handlich sind. Ein Fahrzeug oder Fahrzeugspuren sind nirgendwo zu finden. Und so stellt sich die Frage, wie Kent LePink an diesen Ort gekommen ist. Er lag auf dem Zufahrtsweg zur Stromleitung, der von der Straße nach Hope abzweigte. Diese Stelle war sehr abgelegen und es gab nichts, das auf einen Kampf hindeutete. Darum glaubten wir, dass er seinen Mörder kannte.